Superman? To take on the might of Atlantis? Yes, we are. Der Mann aus Stahl gegen das Männlein aus dem Wasser. Weiter geht es mit Aquaman gegen Superman. Mal sehen, wer hier gewinnen wird. Mittlerweile merkt man richtig, wie die Kämpfer anziehen. Also hier einfach nur noch draufhauen ist gar nicht mehr drin. Hier sieht man's, Aquaman haut richtig zu. Aber der ist eh ein brutaler Held hier drin. Wir haben ja gesehen, wie gut ich mit ihm spielen kann. Wahrscheinlich jetzt noch viel besser, nachdem ich mich ein wenig in dieses Spiel eingespielt habe. Aber hier gerade, wir haben es unter Kontrolle. Unser Ulti wäre auch ready. Haben wir noch gar nicht gesehen mit Superman. Bin mal gespannt, was da auf uns zukommen wird. Wow! Schön weggezogen. Ich werde mal versuchen, ihn hier rauszuprügeln. Aber es sieht gerade gar nicht gut aus. Okay, Gleichstand. Na, jetzt könnten wir eigentlich das Ulti machen. Andererseits der Wagger. Aquaman hat seinen Wagger gleich voll. Ja, hier kommt er auch schon. I'm Superman. Und genau deswegen gewinnen wir. Yes, der hat reingezimmert, der Wagger. Okay, kein Ulti, aber dafür schön einen weggeraggert. I may not be wanted. But I'm clearly needed. Superman, we've broken their ranks. They're retreating. Good. Once they're pushed back, we'll need help with rescue and recovery. I'll break off a legion as quickly as possible. Thanks, Diana. You always make it look easy. Let's get through this first. Then tell me how easy it looked. We'll need to... Okay, die letzte Figur, über die wir noch gar nichts wissen, und zwar Doomsday. Doomsday stammt von Krypton und wurde von dem Genetiker Bertron erschaffen. Natürlich ging das ganze Experiment völlig nach hinten los. Doomsday wurde zu einer mordenden und zerstörenden Kreatur. Erst auf Krypton, dann durch das ganze Universum und am Ende sogar bei uns hier auf der Erde. Doomsday kann man immer nur einmal mit einer Todesart vernichten. Also jedes Mal, wenn Doomsday stirbt, kommt er wieder und ist noch mächtiger als davor. Es gibt auch ein richtig gutes Comic dazu, und zwar heißt das Der Tag, an dem Superman starb. Wenn ihr also unbedingt mal ein richtig geiles Comic lesen wollt, zieht es euch rein. Ich fand es damals genial. Hier hinten sehen wir nochmal einen Doomsday. Bisschen ungünstig gewählt. Zwei Doomsdays auf einer Karte. Na gut, die Hälfte seiner Energie hätten wir, und ich will versuchen, ihn hier einmal aus der Wand zu prügeln, denn hier haben wir noch gar nicht den Umgebungskombo gesehen.
Aber es ist gar nicht mal so leicht, denn Doomsday nimmt mich hier gerade ganz schön in die Mangel und ich kann einfach nicht Superman spielen. Na komm. Okay, ein bisschen näher ran. Aber jetzt sollte es gehen. Batz! Bam! Einmal durch die Wand. Das sieht böse aus. Wow, wo sind wir denn hier? Hier sammelt Superman wohl seine Aliens. Den Sammler, den kennt man ja auch aus Superman. Ah, jetzt sehen wir hier mal unser Ulti. Hui, das ist ja geil gemacht. Oh, Mann. Reingezimmert. Und wieder mal gewonnen. Doomsday is not today. I knew they'd pull you over eventually. You don't belong here. My obligations don't end at the borders of my dimension. I am this world's savior. I protect it. That's what's happening out there? Protection? Disobedient children will be punished. Children? We're not gods. We don't decide who lives and who dies. The decision is mine! It became mine when Joker turned me into a weapon of mass destruction! I know what you lost. And you judge me? After I've killed you, I'll bring Lois here. When she sees how I've perfected this world, she'll be afraid and disgusted. She'll be alive! Lois's death doesn't just... He stole her from me! You stole this planet's freedom! It's time to give it back. Alles klar, ich denke mal, das hier wird unser letzter Fight sein. Superman gegen Superman. Oh Mann, ich denke mal, der hat's richtig drauf. Aber bis jetzt ziehen wir ganz gut rein. Okay, jetzt legt er los. Nein, immer noch wir. Immer noch wir. Ich dachte eben gerade, der hätte mich gepackt. Aber wir ziehen ihn hier gerade richtig ab. Au! Okay, sowas sollte ich niemals sagen. Mit einer Combo hat er eben gerade alles gemacht, was wir mit 10 gemacht haben. Ach komm, den kriegen wir hin. Wäre ja mal richtig spannend zu wissen, wie sowas wirklich ausgehen würde. Superman gegen Superman. Ohne Kryptonit würde das ja endlos gehen. Aber Superman kann ja auch erschöpft werden. Das heißt also, er hat auch irgendwann mal Energie, die zu Ende geht. Zerstören kann man ihn dennoch nicht. Okay, er führt. Noch. Irgendwie kann ich Superman einfach nicht spielen. Der hat auch wieder so eine Ähnlichkeit mit Batman. Das liegt mir einfach nicht. Batman, Joker, Superman. Aber die Hälfte seiner Energie hätten wir. Die Hälfte meiner Energie hätte er. Ich könnte mein Ulti machen. Aber ich denke mal, er macht den Wagger. Da hinten sehen wir nochmal Doomsday. No, 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 no. No, 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 no. Jetzt sind wir erstmal am Zug. No. Boah, macht der Damage. 17%. 16. Und wir hier gerade mal 8%. Oh nein, sein Ulti. Okay. Das wird unangenehm. Das wird richtig unangenehm. Ob wir das noch gewinnen? Hui, der zieht mich gerade ab. Ulti raus. Meine letzte Chance. Einmal in den Orbit mit dir. Oh, der hat gar nicht mehr viel. Komm schon. No, no, der macht den Wagger. Und er hat Punkte. Ich glaub's gar nicht. Hui. Jetzt ist er wieder vor uns. Oh, meine Güte. Wenn wir das noch gewinnen. Wenn wir das noch gewinnen. Komm schon. Na los. Yes. Hui. Meine Güte, ich hatte wieder gar nichts. Level 33. Your reign is over. You won't terrorize these people any longer.
Fear is the only thing these people understand. One day, you'll learn. You'll have to kill me. No, not even you. There's been enough killing. Superman's accomplices have been rounded up, or turned themselves in. The next job is restoring civil order. The transitional government has its hands full. We're here if they need help. Thanks, but no. The people need to know they're in control, not us. So you haven't changed your mind? I respect the president's offer, but I don't belong in government. None of us do. You think Batman has a future here? Crime and corruption will return. Ollie would have called me a pessimist. I'm just being realistic. And your Superman? He'll stand trial. They all will. He was right, you know. About what? Put in the same position, I might have done the same thing. We never know what we're truly capable of. I hope for your world's sake you never find out. Just keep this in mind. Yeah? If something ever happens, and you do lose it, I'm coming for you. You'll have to get in line. Ja, Freunde, das war's. Injustice, Götter unter uns. Ein richtig geiles Game, ein richtig geiles Let's Play. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich kann nur sagen, wenn ihr irgendwas mit Beat'em-Ups anfangen könnt, auf jeden Fall kaufen. Ist auch gar nicht mal so krass teuer. Normalerweise kosten ja Spiele 60 bis 70 Euro für Konsolen. Hier geht schon los, 40 bis 50 Euro. Finde ich auf jeden Fall fair. Die Story war auch super in Szene gesetzt, die ganzen Figuren. Ich fand auch die englischen Stimmen sehr gut. Die deutschen sind ein bisschen flach. Man kann es sich reinziehen, wenn man jetzt nicht so gut Englisch kann. Ich persönlich finde die englischen halt besser. Ihr wisst ja, ich bin jetzt auch nicht so einer, der sagt, es muss unbedingt Englisch sein. Aber hier fand ich halt, haben sich die Stimmen viel besser angehört und vor allem unterschiedlicher. Ich finde, die meisten im Deutschen hören sich einfach zu gleich an. Man denkt, redet da jetzt Superman oder Batman? Ist alles ein Brei. Gut, ansonsten, die Steuerung war sehr gut, sehr flüssig. Besonders gut finde ich auch, wenn man kein großer Beat'em-Up-Spieler ist. Man kommt sehr, sehr gut in dieses Spiel rein. Für Anfänger auch sehr empfehlenswert. Profis, denke ich mal, werden auch ihre Freude haben.
denn das Gameplay ist sehr überlegt. Das heißt also, wenn man einmal zuhaut und eine gute Combo macht, dann kann man auch wirklich die Hälfte der Energie abziehen. Man sollte also wirklich überlegen, hau ich jetzt zu oder blocke ich jetzt erst? Also im Multiplayer wird das richtig anspruchsvoll, hier im Singleplayer, wenn man so ein bisschen sich prügeln will, eine nette Story zu dem DC Universe haben will, auf jeden Fall das richtige Spiel, besonders im Sommerloch, jetzt ist ja eh gerade nicht wirklich viel los, kann man es sich kaufen. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über eine Bewertung, Kommentare, eure Meinung. Ihr wisst ja, ich lese mir immer alles durch. Ich sage wie immer, danke fürs Zusehen und ein letztes Mal auch hier. Tschüss!